Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kadex. Warum wollte ich jetzt Kadex sagen? Let's Play Kadex. Ja, moin. Oh Gott, ich bin so durch. Ja, geil. Ist halt, wenn man Kadex spielt, ne, dann ist sofort alles vorbei. Denn stehen irgendwelche Viecher im Hintergrund, die mir alle vollkommen egal sein können, weil sie geben eh keine XP. Und das ist super schade. Ist bei The Witcher 3 übrigens auch so, dass mehr die Quest XP geben und was du an Viehzeug tötest, gibt nichts oder was? Oder ist das so relativ gleich? So sagen kannst, jo, wenn du Viecher umbringst, geil. Wenn du Quests machst, geil. Bringt dich alles voran. Würde mich interessieren. Ich weiß nicht, wer von euch das schon gespielt hat. Ich meine, es ist ja schon ewig alt eigentlich. Und ich weiß nicht, ich drücke mich immer noch davor, es zu spielen. Ich will das unbedingt eigentlich spielen, aber es ist halt auch so lang und weiß ich nicht. Und eigentlich will ich es nicht im Stream spielen, sondern ich würde es halt gern als Let's Play machen, habe aber momentan überhaupt keinen Platz da drin im Plan und komme sowieso zu nix und I don't know. Ich muss mich vielleicht einfach mal dazu entscheiden, das zu machen. Kadex, bestes Spiel des Jahrzehnts. Ja, ich hoffe, dass es nicht so eine scheiß Mechanik hat wie die hier, wie dieses Game hier. Also, ist mir ganz egal, welche Mechanik du auswählst, ist einfach alles scheiße hier. Es tut mir so leid, auf Piranha Bytes zu bashen. Ich war echt erfreut, dass noch eins rauskam und dass sie eine neue IP praktisch angefangen haben und sowas. Und hatte echt wirklich gehofft, dass es gut wird und dass sie jetzt sich halt die Kritik, die an den anderen Spielen halt da war, wirklich zu Herzen nehmen und wirklich was ändern und was neu machen und mit der neuen Thematik praktisch das erreichen können und sowas. Und das Ergebnis ist einfach das hier. Das finde ich traurig. Hallo, Dr. Magic. Ich hier, oh fey. Okay. Hallo. Hallo, Dr. Magic. Schön, dass du reinschaust. Wunderbar. Sind doch ein paar Leute. Ja, 9. Ne? Ein bisschen weniger geworden. Aber ich weiß ja, dass Elex nicht so beliebt ist. Ja, was auch daran liegt, dass ich ein bisschen über das Game stänkere, ich weiß. Aber ihr seht warum, oder? Ihr seht warum. Können wir uns noch einen schönen Teller gönnen? So einen richtig geilen Steak. Ja, was jetzt Bock hätte auf einen Steak-Teller, ne? Ah, hier sind die Banditen, sehr gut. Das sind wirklich nicht mehr viele, 3 Stück, läuft. Die könnten wir sogar tot bekommen. Lang ist es mal wieder her. Ja, das stimmt, Dr. Magic. Und ich glaube, das letzte Mal war auch Kadex. Elex. Ja, Kadex war, glaube ich, auch da. Ich weiß es nicht. Hallo. Warum habt ihr Berserker kräftig? Ach, die habt ihr gar nicht. Ihr seid nur Ultra-Assis. Oh, du hast einen Flammenwerfer. Ich hasse es, wenn die Flammenwerfer haben. Okay, aber die sind wenigstens mal genau meine Kragenweite hier. Auch wenn jetzt aus irgendeinem Grund der Button unten links gebuggt ist. Au. Echt, der feuert mir Granaten entgegen, der kleine Penner, ey. Wieso hast du einen Granatenwerfer und ich nicht? Und wieso kriege ich den nicht von dir, wenn ich dich umhacke? Mano. Ich will auch einen Granatenwerfer. Ich krieg eine Brause, weißt du? Oh, ich boller dich mit dem Granatenwerfer ab und du kriegst von mir 2 Schnaps und 9 Brennstoff. Ich bin der große böse Banditenanführer. 2 Schnaps und 9 Brennstoff. Und ich denken könnte, oh, Banditenanführer, der hat eine geile Waffe dabei oder sowas. Oder irgendeine Rüstung oder 2 Schnaps. das Spiel ist so kacke. Das hat ja schon Skyrim-Ausmaße, ne? Du findest irgendeine Truhe und da drin sind 3 Goldmünzen und eine Kartoffel. Das ist so gut. 3 Septime und eine Kartoffel. Hier, bitte. Jetzt wart hier. Gönn dir mal ein bisschen Schlaf. Du willst doch nie Granaten skillen. Ja, warum auch? Ja, mich freut's auch, dass du da bist, Dr. Magic. Schon Shadow of the Tomb Raider gespielt? Nein, habe ich kein Geld für. Bitte nicht wieder den Bug. Gott, be shitting me, ey. Vor allem eine Tata, was? Tata? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Kater. Kannst du bitte Deutsch schreiben? Das wäre voll nett von dir. Asselfleisch. Asselfleischteller ist super.
Machen wir alle, die wir können. Steak-Teller können wir auch noch reinhauen, wie die Seuche. Sehr gut. Backwohl. Tater, Englisch? Potato ist Englisch. Tater ist nicht Englisch. Tater ist irgendein Slang wahrscheinlich, wenn überhaupt. Oh, guck mal, wir sind ja... Oh, hier liegen überall hier ist sogar umgestürzt. Mega geil. Aber guck mal, wenn die Dinger noch stehen, kann der Asteroideneinschlag nicht so schlimm gewesen sein, wie alle tun. Ganz komisch. Obwohl es wahrscheinlich auch eher die Kreaturen waren, die durch das Elex geschaffen wurden, ne, die das Problem waren. Ach, jetzt muss ich wieder zu dem zurück. Auch eine Komfortfunktion, die sie hätten reinmachen können. Wenn ich an einer bestimmten Quest teilnehme gerade, warum wird die Folgequest... Warum wird die Folgequest nicht automatisch ausgewählt, wenn ich die Quest davor schon ausgewählt habe? Das sind 3 Zeilen Code. Schätzungsweise. Es könnte ein bisschen mehr sein eventuell, aber ganz ehrlich, wirklich, ich krieg's nicht hier die 3 Zeilen Code da reinzupacken. Ich bin jetzt da, wo ich Jonah gefunden habe. Ach so, Shadow of the Tomb Raider, okay. Bitte nicht spoilern, Leute. Denn ich bin sicher, es gibt noch viele Leute, die das Spiel spielen wollen. Ich habe noch nicht mal den zweiten Teil gespielt. Von daher werde ich es eh vergessen haben, bis ich zu dem Teil komme. Wenn das denn irgendwann mal stattfindet. Aber meine Freundin hat es zum Beispiel vorhin geschenkt bekommen. Und die möchte es gerne noch spielen. Und wenn ihr sie jetzt spoilert, dann wird sie euch hassen. Und wahrscheinlich bannen. Und ich werde es nicht auflösen. Den Bann. Weil wenn ihr spoilert, habt ihr es verdient. Alle beide. Check Gamaridia, Gary? Moment. Muss ich jetzt machen, Leute. Ist auch, die Aufnahme ist mir egal. Taters? Du willst mich verarschen? Das ist ein Synonym? Okay. Alle Englischsprachigen haben auch einen an der Klatsche. Super. Ist was wie im Deutschen. Gotta be shitting me, ey. Taters. Der Banditenanführer macht dir keine Probleme mehr. Gut so. Ich hätte ihn am liebsten an die Wand genagelt. Aber das ist aber sehr kolloquial. Das würde ich schon als Slang bezeichnen. Bewahrt. Hier, nimm das. Es entschädigt dich hoffentlich für die Sauerei. Was für die Sauerei? Du für 200? Mit Ragnar getroffen hast. Meine Fürsprache hast du. Leute, meine Rüstung kostet knapp 10.000. Würdest du nicht mal gerne 0 dranhängen, damit ich mir da doch irgendwie leisten kann, den Mist? Ich weiß, ich habe sie schon gekauft, aber dennoch musst du nicht so stingy sein, so geizig. God damn it, ey, das ist ja absoluter Quark. Okay, machen wir die nächste Quest gleich noch mit, damit ich nicht erst dahin rennen muss. Angrim, du hässliches Stück. Da soll ich hin, okay. Die Quest schaffen wir noch. Wir können zwar kein Berserker werden, was ein Problem wird, aber weil wir nämlich, uns fehlen 1,5 Level. Ich weiß nicht, wie wir die holen sollen, wenn wir keine Level mehr bei den Berserkern, keine Quests mehr bei den Berserkern bekommen, weil wir haben keine Quests mehr, die wir machen können. Explizit, wir haben keine Quests mehr, die wir machen können. Es gibt nichts mehr. Es gibt noch eine, dass wir den Dings von Süd Abessa raushauen müssen, den einen, wie heißt er? Den Fabrikator da, den Converter, genau. Den müssen wir noch zerhacken, das war's. Dann, letzte Quest. Und ich habe keinen Bock hier zu grinden bei dem Bullshit von XP, die man bei den Gegnern bekommt. 25 XP oder sowas pro Gegner. Ganz ehrlich, da brauche ich 2 Millionen Jahre. Du musst der letzte Mann sein. Ja, moin. Ich bin der dritte Mann. Der letzte Mann? Der letzte Mann für unseren Angriff gegen die Belagerer der Outlaws. Du wurdest doch von Angrim geschickt, oder? Le Fabriqueur. Ja. Sehr gut. Bist du bereit anzugreifen? Ich bezweifle aber, dass es nur ein L wäre, Kater. In dem Moment wäre es eher ein LE oder LA. Ich sehe nichts. Wer war das? Warte mal, muss gerade nachgucken. Ich habe den Namen nicht lesen können. Das war gerade so blöd von der Links. Dr. Magic, danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Willkommen in Gamaridia. Moin. Ich dachte, du wärst schon gefollowt. Naja. Was machen wir hier? Ja, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Geil. Ich bin Garda, Erzberserker aus Goliath. Wenn du mich dort noch nie gesehen hast, liegt so das sieht ein Erzberserker daran, aus? Dass ich auf Außeneinsätze spezialisiert bin.
Das Stadtleben ist nicht so. Ach, für einen YouTube. Ah, cool. Ja, vielen Dank. Auch da. Wenn er ein Erzberserker ist, was sind denn die Typen mit dem Gold? Ich will so ein Goldschmuckding haben. Das ist doch viel geiler als die komische Kackrüstung, die er da trägt. Oh, ich dachte, ich wäre ein hohes Tier hier nach, ne? Erklär mir nochmal, was wir hier machen. Wir haben vor einiger Zeit einen Pfad in die Wüste von Tavar gebaut, um das Weltenherz dort unten beliefern zu können. Als wir den Pfad nicht mehr brauchten, haben wir ihn verlassen. Aber jetzt haben sich dort Outlaws eingenistet. Wir können es nicht erlauben, dass sich Outlaws eine Hintertür nach Goliath aufhalten. Jetzt reicht's aber mit dem Gefrage. Wir sind hier nicht zum Quatschen. Meiner Waffe dürstet es nach Blut. Ja, du bist ein super Erzberserker. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. Na dann los. Los geht's, Männer. Ich möchte nur kurz sagen, wir sind hier. Da ist Goliath. Wo ist bitte die Hintertür, von der ihr redet? Ich dachte, der Pfad wäre irgendwie hier oder so. What the fuck? What? Ja, macht ihr mal. Ich komme dann später nach und sammle eure Leichen ein. Ist cool. Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Ja, es klingt sehr nach Vergöttern. Ich wollte eigentlich die Pflanze einsammeln, aber ist okay. Kommst leider wieder ein klein bisschen spät, Dr. Magic, denn wir machen nicht mehr lange. Das ist der letzte Part, der gerade läuft und weil ich schon seit 2 Uhr dran bin, halb 3 glaube ich war es im Endeffekt. Ich wollte 2 Uhr anfangen, aber es ging sich nicht ganz aus. Meine Waffel dürstet es nach Sirup, oh ja. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ne? Richtig schön Eierpfannkuchen, oh. Mega. Ja, viel Besseres gibt's nicht. Wo muss ich eigentlich hin? Der hat wieder die scheiß Quest nicht ausgewählt, ne? Da könnte ich reiern. Keine Gefangenen, okay. Habt ihr schon alles erledigt? Ich war ein bisschen langsam, sorry. Nee, scheiße. Oh, hallo. Hallo. Ja, es sind nur Outlaws, ganz ehrlich. Oh, da ist auch ein Berserker tot geblieben, ups. Es sind nur Outlaws, die können doch nix. Außerdem will die eh keiner haben. Lalala, ich mach... Oh, noch eine Berserkerin tot. Mensch, das geht aber schnell mit euch. Mann, seid ihr scheiße. Sei vorsichtig, wo du hintrittst. Nicht, dass du dort herunterstürzt. Ich bin übrigens auch da. Hallo, hallo. Ich wollte nur sagen, ich bin auch hier. Lalala, lalala. Oh, das ist noch ein toter Berserker. Ach so, das sind nicht unsere. Das sind die, die hier vorher schon... Die sie vorher abgemeuchelt haben, ne? Ein Lieferschein. Ja, guten Tag. Was haben sie denn geliefert heute? Ich gönn mir hier Lieferschein. Läuft. Da nett. Da war's. Bestellte Ware. 200 Pfeile, 15 Echsen, 40 Gewehre. Von den Echsen konnten wir nicht mehr auftreiben. Dafür ist noch etwas Schrott dabei. Da kann man nochmal was draus basteln. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass ich diese Nachricht lesen durfte. Sie erleuchtet mein Leben. Das Traurige ist, ich kriege jetzt keine XP von denen, aber die XP werden eh relativ mager. Ich keinen Bock habe, hier durchzuhetzen, ehrlich gesagt. Sollen die sich doch aufreiben, warum muss ich's machen? Er will danach nicht noch Black and White spielen. Ja, das ist... Leute, die Zeit, ne, die Zeit. Aber der nächste Stream wird Black and White 2 werden, Leute, das sage ich euch. Leider wird er wahrscheinlich auch erst nächste Woche sein. Ich glaube nicht, dass ich morgen noch streame. Und die Woche über bin ich zu fertig. Das kriege ich nicht hin. Lumpenpack! Yay! Was auch immer das ist. Gebt mir euer Elixir. Was? Das der letzte war meiner. Oh, komm schon. Jetzt ist auch noch durch die Welt geklippt, ey. Leute, erschlagen, plündern, ja? Bitte. Wir haben uns hier ein bisschen Etikette zu halten, ja? Erschlagen, plündern, weitergehen. Guck mal, die hätten das locker ohne mich geschafft, ey. Du musst dich im Kampf beweisen. Du musst Leuten hinterherrennen, die kämpfen können. Und so tun, als würdest du kämpfen. Oh, und nicht mal das kann ich, ey.
Das war's. Die Outlaws sind erledigt. Ich habe 3 gekillt. Oder 4. Neuling. Wir werden hier die Stellung halten. Geh du zurück zu Angrim und berichte ihm von unserem Erfolg. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, Schatz. Ich habe lange genug gestreamt heute. Es sind schon wieder 7 Stunden Stream, Leute. 7 Stunden. Wie viel wollt ihr denn? Okay, es ist nicht so schön wie die 10 Stunden Streams früher, ne? Aber... ja, muss auch passen, Leute. Muss auch passen. Ist leider auch eine andere Zeit, ne? Es wäre halt schon schön, wenn ich unter der Woche mal streamen könnte. Oder auch mal aufnehmen könnte, aber nicht mal das kriege ich hin. Aber ich bin einfach zu fertig. Nach der Arbeit, das schlaucht ganz schön. Das schlaucht schon ziemlich. Will ich den Quatsch hier echt plündern alles? Weißt du was, mir ist egal. Ich guck mal nach den großen Sachen und dann... ich habe nicht mal Schaden genommen. Sau gut. Oh, ein Kriegsbogen. Den nehme ich mit, denn der gibt Geld. Elektroschrott. Da kannst du den Arbeitstag jetzt auch noch voll machen. Was? Die 8 Stunden meinst du, oder was? Ach, nein. Nein, Melly möchte auch noch was essen. Ich habe auch nur bisher 2 Brötchen gegessen heute. Und das wird sonst noch später und so. Und das ist jetzt schon eigentlich zu spät. Aber ja, dann wollen wir vielleicht noch einen Film gucken oder so. Und deswegen, nee. Diesmal nicht, aber beim nächsten Mal, wie gesagt, dann gucken wir mal, vielleicht... vielleicht Freitag und Samstag, vielleicht nur Samstag, mal gucken, wie es mir halt Freitag geht. Diesen Freitag musste ich leider ein bisschen länger machen, weil ich hatte noch ein Meeting, wo ich ein paar Sachen für die Analysen zu klären hatte und, ja, deshalb war es mir dann zu spät, ich war zu müde und hab nicht nochmal pennen können, wie ich sonst mache. Ach, komm schon. Und deshalb gab's gestern halt keinen Stream. Ansonsten wäre der Stream gestern gewesen, nicht so lang wie jetzt. Und heute hätte ich vielleicht irgendwas aufgenommen oder so, oder... sowas. Gibt's nicht so ein Massensammelding? So, stell dich in den Raum und sag sammeln und er sammelt einfach mal alles in einem auf, um sich herum. Hallo Assel. Tschüss Assel. Wie Asselfleisch wohl schmeckt von so einem Riesenvieh? Abgesehen davon, dass die viel zu groß ist. Das Vieh ist 1 Meter groß. Das ist so eine Größe überlebt doch hier gar nicht. Auch wenn es hier eine wärmere Region ist, aber die könnten nicht atmen. Es ist keine Tropen hier, es ist Wüste. Es ist zu wenig Feuchtigkeit in der Luft. Obwohl, muss Feuchtigkeit sein, es muss Wärme sein. Damit Tracheenkiemen noch atmen können. Der Tracheenkiemen oder... nee, Buchlunge war nur bei Spinnen. Ja, ich glaube, das sind Tracheen, oder Tracheenlunge nennt man das dann, nicht Kiemen, aber sowas halt in der Art. Deren Atmungsorgane könnten den Sauerstoff nicht transportieren, nicht schnell genug, damit das Vieh wirklich atmen könnte. Das ist der Punkt. Ich bin schon so lange raus, ne, das ist voll schlimm. Okay, haben wir alles erledigt, oder? Wir müssen alles erledigt haben, das heißt, zurück nach... Gulliwulli. Meeting, ja. Lecker Meat. Guten Abend, Orakel Nechan. Du bist Onechan wahrscheinlich, von John's Server, könnte ich mir vorstellen. Tut mir leid, du bist leider ein kleines bisschen spät für den Stream, weil wir haben noch 10 Minuten. Naja, ein bisschen mehr, 12. So, Freunde, nee, ich muss erst zu Angrim und mit mir das bestätigen lassen von ihm und zu dem anderen Typen, zu ihm hier auch nochmal. Also noch nicht, ja, ist noch ein bisschen, aber leider hast du den Großteil des Streams schon verpasst. Den geilen The Search Run, wo wir die 100% gemacht haben, zumindest 100% Base Game und ersten DLC. Leider kommt jetzt noch ein DLC raus, wo sie nochmal 10 Achievements draufhacken. Was ja eine ganz schöne Sache ist, ich aber doof finde, weil jetzt kriege ich meine 100% nicht, die ich gerne gehabt hätte. Der Angriff gegen die Outlaws war ein Erfolg. Es freut mich schon. Okay, cool. Sehen, dass du den Willkommen. Angriff überlebt hast. 2000 Erfahrung, Krieger endlich mal ein bisschen Erfahrung. Können wir gut gebrauchen. Du sollst meine Stimme haben, um in den Rang eines Erzberserkers aufzusteigen. Hier,
Hast du deine Bezahlung? Darf ich dir jetzt den Schädel einhauen? 200 Splitter, ey, ihr seid so armselig. Das ist unglaublich. Die Rüstung kostet 10.000. Egal, was soll's. Ich mach's mir einfach. Verdammte Technik. Ja, voll die verdammte Technik, wenn ich mich wegporten kann. Okay, so, und jetzt mit dem letzten Helden reden und dann kann ich immer noch keinen Erzberserker werden. Haben wir die 2000 nicht mal ein Level? Oh my freaking God, ich brauche 20.000 XP für jedes Level mittlerweile. Ich will über meine Beförderung sprechen. Willkommen in Gabaridia, Orakel Nechan. Warum ist das Ding jetzt wieder so klein? Ich hoffe, das sieht man wenigstens im Vollbild besser. Traurig. Traurig, traurig. Und irgendwie gefällt mir nicht, wo der Chat hängt gerade. Ja, auch wenn der Stream gleich vorbei ist. Ich ändere das mit dem Chat jetzt trotzdem noch. Ich finde, hier hängt er trotzdem besser. Da ist er nicht so im Weg. So. Du hattest recht. Banditen haben Thorgals Posten attackiert. Die Gerüchte hatten also einen wahren Kern. Danke, Gimli. Das ist beunruhigend. Das Pack hat hoffentlich eine gehörige Abreibung bekommen. Okay, super, Schatz. Ja, ihr Anführer lebt ebenfalls nicht mehr. Das ist genau die Antwort, die ich hören wollte. Nur wenn wir kein Erbarmen zeigen, lernen diese Hunde ihre Lektion. Yeah, und jetzt endlich eine neue Stufe. Wird auch Zeit, aber wir kriegen sicher nicht genug für die nächste Stufe. Angrim ist mit mir zufrieden. Ich bin überrascht. Normalerweise schiebt er einem zu schnellen Aufstieg den Riegel vor. Das heißt für mich, dass du ihn wirklich beeindruckt haben musst. Und das will was heißen. Ja, ich bin hinter den Leuten hergerannt und hab zugesehen, wie sie die Banditen weghauen. Das war super. Cormac hat nichts dagegen. Ich habe schon gehört, dass du für ihn eine weite Strecke zurückgelegt hast. Mhm, auch innerhalb von einer Minute. Wenn ich mir sicher bin, dass mir nicht schmeckt, was er mir bald unterbreiten wird, soll dies nicht deine Sorge sein. Du hast ihn überzeugt. Das gilt es festzuhalten. Ja, ich bin nicht gut genug. Scheiße, Mann. Okay, wie viel brauchen wir denn? Volles Level, nicht wahr? Nicht ganz ein volles Level. Ungefähr 7/8 von einem Level. Okay, das kann ewig dauern, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich gönne mir mal... Mir fehlt ein Punkt. Ich habe auch nur 10 Attributspunkte bekommen. Warum so wenig? Normalerweise kriege ich doch 15. Ja, geil. Ja, ist ja kein Wunder, dass ich hier nichts reiße, Leute, wenn das so weitergeht. Hammer. Wir haben einen Lernpunkt bekommen. Ich könnte mir jetzt Sockel einsetzen holen und ich glaube, das machen wir auch. Habe ich Waffen verzaubern? Nee, ne? Ich kann doch Sockel einsetzen. Ja, Sockel einsetzen könnte ich lernen. Ah, doch, ich habe Waffe verzaubern. Ermöglicht dir Berserker um zu verzaubern und mit Schadensauren zu versehen. Ja, wo denn nur? Wo denn nur? Den Geisterwolf hätte ich auch gerne, der ist sicher lustig. Ist der einzige sinnvolle Zauberspruch irgendwie noch. Okay, Energie in Gesundheit umwandeln ist Blödsinn. Lebensenergie in Mana umzuwandeln ist Blödsinn. Heilung wäre sinnvoll, Mana in Lebensenergie ist schon gut, vor allem weil es. Nur weil es 1 zu 2 geht, das ist super. Aspekt des Kriegers. Gibt mir besseren Nahkampfwaffenskill. Wo kann ich was verzaubern, Leute? Das würde ich jetzt gerne noch schauen. Schrumpfender Schwengel plus 1 eben? Was? Wow, Sapsi. Wow. Nein, bitte nein. Cormac, hast du noch was Cooles für mich? Ah. Junge, du bist so sinnlos. So, Magie lernen kann ich ja hier. Hier kann ich den Kram ja lernen, dachte ich, weil der Typ mal da ist. Aber hier gibt es keine Werkbank zum Verzaubern. Oder brauche ich dafür eine normale Werkbank nur? Bring mir etwas bei. Gut. So. Na gut, hier, das bringt mir gar nichts, ne? Geistergestalt wäre sicher auch ganz nett, aber ist nicht wirklich sinnvoll, einfach nur unsichtbar zu sein. Der Geisterwolf wäre halt ganz cool. Aber er macht wahrscheinlich eh keinen Schaden und ist total sinnlos, also. Ich kenne das Spiel ja mittlerweile.
Wo finde ich eine Werkbank? Sehe ich das hier irgendwo? Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Halt die Schnauze. Komm her. Es ist einfach unmöglich, hier auf einen Punkt zu kommen. Du bist ein Kampflehrer. Du bist Kaja. Du bist ein Händler und... Berserkerlehrer. Du bist Persönlichkeitslehrer. Aber ich sehe nicht, wo hier... Oh, komm schon, eine Werkbank ist. Dann gehen wir mal zu Alrik, dem Handwerkslehrer. So. Verzauberung? Verzauberung! Ja, oh Gott. Dragon Age Origins, nicht 1. Origins. Mega. Ist das eine Werkbank? Wenn ja, verpiss dich. Okay, sorry. Dann mach dein Shit da weiter, ist okay. Haben wir eine Werkbank? Ich brauche eine Werkbank. Oh, Gott damn it. Das ist nur Schwachsinn. Das ist auch keine Werkbank. Ich dachte schon, wer da hämmert. Du bist ein Werker, aber ich brauche eine Bank von dir. Ich brauche eine Bank, auf die du gespannt bist, damit ich mit dem Hammer draufhauen kann. Kommt bei dir noch irgendwas Nützliches machen? Jan, du wurdest tatsächlich bei uns aufgenommen. Schlaf gut, geben, liebes Ball. Schön, dass du da warst. Wir können jeden Kämpfer gebrauchen. Sandal, ja, genau. Sandale. Und dass du einen harten Schlag drauf hast. Durfte ich schließlich an meinem eigenen Gesicht spüren. Aha. Hier, das geht aufs Haus. Willkommen bei den Berserkern. Okay. Dankeschön, läuft. Bier nehme ich gern. Wo ist denn hier eine fucking Werkbank? Ah, weißt du was? Ist doch scheißegal. Lass die Technik lieber stecken. Es kann mir doch wurscht sein. Ich habe doch eine gebaut. Und zwar hier. Da habe ich doch all mein Gold für eingesetzt. Oder all mein Elex. So, Sir, wo ist es denn? Hier war irgendwo eine crappy Werkbank. Ah, gucken wir jetzt noch meinen Crony. Ihr seid da oben immer noch cool drauf, ja? Läuft. Macht mit meinem Schiff keinen Unsinn. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Den gehört immer noch mir. Und wenn nicht, dann hau ich euch auf den Sack. Ich bin hier immerhin der Chef geworden, ja? Nur, dass ihr es wisst. Und das sind wir wirklich. Das ist kein Scheiß. Wir sind wirklich der Chef hier von... Einfach ein paar Sachen aufgebaut und haben gesagt, jo, du übernimmst jetzt hier. Und ich so, ja, geil. Und deswegen klaue ich jetzt das Klopapier aus dem Hintern. Vom Hintern weg. Vom Hintern weg klaue ich es euch. Das ist schon mal ein Händler, das ist gut. Den habe ich auch gekauft. Das ist eine Tasche. Okay. Ja, danke. Läuft. Die Konservendosen sind auch nur 40 Jahre alt. Also ich würde die nicht mehr zu mir nehmen. Den Inhalt. Setzerbrot ist gut. Aha. Wo ist diese Werkbank? Bei dir, Troller? Du bist auch eine Händlerin, ne? Ach nee, du bist die Troller, bei der ich den Mist hier kaufen kann. Wo war denn die scheiß Werkbank? War die bei mir oben im Turm? Ich meine, würde am meisten Sinn machen, ne? Das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass wir hier uns so eine Bleibe einrichten können im Endeffekt. Was ich nicht so cool finde, ist, dass es halt 5 Sachen waren, die man da kaufen konnte und that's it. Und das ist irgendwie so ein bisschen sinnfrei. So, das hier ist doch, glaube ich, unser Raum, ne? Und? Werkbank? Nein, keine Werkbank. Wo ist denn eine Werkbank? Ja. Schön, wir haben einen Raum, aber wir haben keine Werkbank. Wir haben nicht mal eine Karte an der Wand und da fallen mir alle Sachen runter. Ich weiß nicht, warum. Ist egal, ignorieren wir es. Eh gleich vorbei, der Part. Und dann kann ich das richten. Hier war irgendwo eine scheiß... Ich habe eine scheiß Werkbank gekauft, Leute. Ich habe eine gekauft. Ich weiß es. Ich habe die Rechnung noch. Wo ist der Mist jetzt hin? Ich will gucken, ob ich wenigstens irgendwas verzaubern kann. Auch wenn ich wetten könnte, dass dem nicht so ist. Ich könnte es wetten. Die war, glaube ich, unten an der Hütte. Really? Okay, ich gehe gleich nochmal runter. Ja, hier ist sie zumindest nicht. Haha. Der Gary, der hat voll die Ahnung, ey, von dem Spiel. Der kann voll, wusstet ihr, der kann. Nichts richtig machen, aber das kann er gut. Unten an der Hütte, an welcher Hütte? Habe ich beim letzten Mal auch noch den Mist den gesucht und nicht gefunden?
Oder hab's dann doch gefunden, dann bin ich die ganze Zeit dran vorbeigelaufen vorher. Hier ist zu weit, oder? Denn hier ist schon der Ausgang von dem Mist. Ja, hier ist der Ausgang. Unten an der einen Hütte. Bin ich zu blöd, sie zu sehen? Ich bin wahrscheinlich zu blöd, sie zu sehen. Die ganz unten. Ja, ich meine auch, die wäre hier irgendwo in der Nähe gewesen, aber... Zumindest bei der Troller nicht. Hast du irgendwas Neues? Ich möchte für den Ausbau... Kein Problem. Ja, also ich kann Werkbänke kaufen. Ich will aber die technische und die praktische Einrichtung. Denn ich will die der Berserker haben. Das passt am besten. Hier unten ist doch keine Hütte. Ich weiß nicht, wo dieser scheiß Werkbank ist. Wisst ihr noch, als ich so lange nach dem blöden Teleporter gesucht habe und er war direkt neben mir praktisch? Ich habe schon 5-mal drauf geguckt und nicht gesehen. Nicht nur das heute, den einen, sondern den hier auch. Ja, Werkbank ist auch so ein Ding. Warum kann ich mir das nicht merken, wo dieses Scheißteil ist? Hier unten an der Hütte irgendwo? Hier war ich auch schon 5-mal. In der Hütte vielleicht. Auch nicht. Kann ich euch was stehlen? Ja, kann ich. Sehr gut. Das war wohl nichts. Oh, komm schon. Geht doch. Zu einfach. Hey, ich erinnere mich. Hey, Shiro. Hallo, Shiro. Schön, dass du reinschaust wieder. Warst du so vertieft in Spider-Man? Ich werde mir das Spiel auch irgendwann holen, aber dann muss es echt günstiger werden, weil es... Die 80 Euro finde ich echt Wucher. Und das sogar nur im PS4-Store, ne? Im PS-Store. Sonst kostet es nochmal 10 Euro mehr und das ist echt absolut... Das kannst du mir nicht erzählen, dass ein Konsolengame so teuer sein muss. Allein das, was sie sich an Mehrkosten sparen, dadurch, dass sie keine Produktionskosten haben, außer die eigentliche Produktion des Spiels und keine für festgedöhnt, also für irgendwelche CDs oder so ein Blödsinn oder DVDs in dem Fall. Allein dadurch kann das schon nicht so teuer sein. Vor allem bei so einem Game, wo die einfach so viel schon einnehmen. Die wollen einfach nur richtig einen abziehen. Ich hätte gedacht, beim Händler ist die vielleicht, aber hier ist ja auch nichts. Ich bin schon wieder so... Jedes Mal, ne? Jedes Mal, wenn wir Elex spielen, renne ich hier 20 Minuten... Das hier ist die Werkbank, goddammit. Ignorieren wir bitte, dankeschön. Ich würde gerne... Schmuck, nein, Stein... Hä? Ich weiß nicht, was der Scheiß bringt. Wow, ich brauche eine ganz schöne Menge von dem Mist, ne? Bonus Gesundheit pro Treffer, Bonus Gesundheit... Malus Resistenz des Gegners, mehr Resistenzen, Bonus Erfahrung Monster, Bonus Erfahrung Quests... Bonus Schaden, Bonus Wuchtschlag, Bonus Schaden klingt gut. Bonus Schaden Gefährten, willst du mich verarschen? Wenn, dann gibt es Bonus Schaden ins Gesicht. Amulette, die einfach nur totaler Quatsch sind. Ist auch alles Quatsch, braucht keine Sau. Ich könnte echt Elex-Tränke jetzt machen, aus Schnaps und reinem Aus Schnaps und reinem Elex. Really? Wow. Weißt du was? Weil ich es kann. Oder aus kleinen Elex trinken und reinem Elex, okay. Ja, guten Tag. Machen wir. Kleine Elex-Tränke aus. Schnaps und Elex, okay. Da kann ich auch gleich ordentliche Elex-Tränke draus machen. Heiltränke. Nö. Ach, dafür brauche ich Wein, okay. Aus den Heiltränken machen wir große Heiltränke. Aus Wein und Heilpflanzen machen wir normale Heiltränke. Was gibt's noch? Kleinen Heiltränken. Okay, gönnen wir uns auch. Dann hier. Dann große draus. Nee, lassen wir lieber mal die Heiltränke so. Brauchen wir echt sehr viel Schnaps, Mann. Sehr, sehr viel Schnaps. So, die kleinen Mana-Tränke sind eh Quatsch. Elixier der Ausdauer brauche ich glücklich. Oh, maximale Ausdauer ist das. What?
Erhöht dauerhaft die Ausdauer. Okay, das ist cool. Das ist richtig krass. Okay, gut. Mit Chemie könnte man zumindest das Ausdauerproblem ein bisschen mitigieren. Das finde ich gut. Das war mir bisher nicht bewusst. Das muss ich sagen, ist ein positiver Punkt an dem Spiel. So, wie kann ich jetzt Sachen verzaubern? I have no idea. Sag mir bitte, dass das hier geht. Ja, hier kann ich steigern, modifizieren, ausschlachten, Sockel bestücken. Nicht verzaubern. Wie verzauber ich Leute? Anscheinend, ich habe noch meine Kinder rumwuseln. Was? Ach so, wegen dem Überlesen. Ah. Kettenschwert. Kann ich das irgendwie? Ich könnte es steigern. Aber dann kann ich es nicht mehr verwenden. Und das finde ich so ein Hohn, ganz ehrlich. Es ist so ein Hohn. Warum, wenn ich die Schneide schärfe, brauche ich mehr Stärke? Ich brauche eigentlich weniger Stärke. Eigentlich müsste ich es mit jeder Steigerung auf geringeren Voraussetzungen nutzen können. Mit jeder Verbesserung. Wenn ich zum Beispiel die Klinge schärfe, brauche ich weniger Stärke, um Gliedmaß abzutrennen. Bei einer Axt oder sowas. Wenn ich die Balance der Waffe verbessere, brauche ich weniger Geschick, um sie verwenden zu können. Weil die bessere Balance es vereinfacht, sie zu nutzen im Endeffekt. Warum brauche ich mehr Voraussetzungen, wenn die Waffe einen höheren Verbesserungsgrad hat, also irgendwie eine höhere Qualität hat? Das ist völliger Bullshit. Das ist so ein RPG-Quatsch, den sie sich aus den Haaren herbeigezogen haben, ganz ehrlich. Die kann man nicht verbessern. Na gut, die ist auch ziemlich gut. Karlans Hammer kann man verbessern und kann ich dann noch weniger benutzen als jetzt. Ich sehe nicht, wo ich sie verzaubern kann, Leute. Gibt es irgendwo einen speziellen Tisch dafür? Und wenn ja, sag mir bitte auch, wo der Tisch gleich liegt. Sonst kriege ich was an mich. Wo finde ich den Quatsch? Obwohl, da war noch was anderes. Kann ich irgendeine Fernkampfwaffe verbessern? Das wäre nämlich auch ganz nett. Ach so, mein Adjutor könnte ich verbessern. Okay, da kann ich Sockel reinsetzen. Ja, gut. Das wäre schön, wenn ich denn die Fähigkeit dazu hätte. Ich habe mir aber dann die Chemie-Gedönse geholt, die mir nicht wirklich viel geholfen hat bisher. Okay, ich kann nichts verbessern. Das Ding könnte ich verbessern. Und ich könnte es sogar noch nutzen. Vorausgesetzt, ich hätte alle meine Energiespeicher verkauft. I hate my life. I hate my life. Ich habe sogar einen Granatwerfer. Guck dir einer an hier. Und den kann ich sogar verbessern und kann dann noch verwenden. What? Ich sehe aber nicht, wie viel stärker er dadurch wird. Wop, wop, wop. Habe ich Flammenwerfer nicht verwendet? Den kann ich dann sogar noch verwenden, wenn ich verbessere. My goodness. Ist das Spiel großzügig. Geistersehne kann man nicht verbessern. Das war klar. Kriegsbogen. Kann ich verbessern und kann ich sogar noch verwenden, gerade so. Wenn ich Knochen hätte, die ich nicht mehr habe, weil ich es einfach... I hate my life. Du brauchst zum Verzaubern eine Werkbank, den Skill und eine Waffe mit Zauberslot. Aber ich krieg ja nicht mal Zauberslots angezeigt, Kadex. Was ist denn da los? Ich meine, dass Schlangenbiss nicht mehr zu verzaubern ist. Okay, krieg ich mit. Aber eine Keule plus eins? Eine einfache Pizzelkeule, die werde ich ja wohl verzaubern können, oder? Ah, das modifizieren. Okay, ich verstehe. Gut. Wie kann ich sie verzaubern? Feuerkeule. Dann kann ich sie nicht mehr verwenden, weil das wäre ja auch... Klar. Macht ja Sinn, wenn sie Feuer projiziert, dann brauche ich mehr Stärke, um sie zu... Natürlich, klar. Das Ding wird dann schwerer, wenn sie Feuer produziert. Klar. Ich kann eine Gesockelte auch draus machen, das ist interesting. Und dann kann ich sie immer noch nicht verwenden, weil dann wird sie schwerer. Klar. Wenn ich Gift drauf schmiere, ist sie auch viel, viel schwerer. Dann kann ich sie auch nicht mehr verwenden. Das ist ein Witz, ey. Kann ich so ein Kettenschwert auch? Warum? Oh, das wäre dann mechanische Waffen bauen. Natürlich, okay. Bekehrer ist technische Waffen bauen. Oh my freaking Blödsinn. Zahnachs ist auch mechanisch und ich habe keine normale Axt mehr, ne? Ich brauche noch ein Geschick, dann kann ich wenigstens Ignis Artifacts benutzen. Auch wenn es eine Zweihandwaffe ist, mir egal. Ist mir vollkommen wurscht. Ich nehme da die Es ist einfach so sinnlos, ey. Es ist so sinnlos, dieses System. Okay, was war noch? Haben wir noch irgendwas zu tun? Machen wir den Konverter noch kaputt, komm. Da kann eh nicht so lange dauern. Das ist doch nix. Scheiße, wir kommen nicht wirklich hin.
Machen wir es beim nächsten Mal, Leute. Es reicht. Leute, das war Elex für dieses Mal. Ich würde gerne speichern, danke. Immerhin steht das Stärke und nicht, dass du einen Topfhandsch benötigst, den es erst im New Game Play. Ja, das wär's noch. Das wär's noch, Sapsi, ne? Guten Tag. Keule plus eins. Ja. Ah, Leute. Das war Elex für dieses Mal. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wir sind immerhin vorangekommen. Wir sind Krieger. Wir können die Kriegerrüstung noch nicht benutzen. Wir haben immer eine Kriegerhose an. Das ist schon mal gut. Also, unser Gemächt ist geschützt. Der Rest nicht so wirklich, aber wen interessiert das, ne? Wir brauchen 9 Konstitutionspunkte dafür. Ich weiß nicht, wie viel Level wir noch machen müssen, um die überhaupt zu bekommen. In einem Level kriegen wir die Erzkrieger-Kramse, die wahrscheinlich noch viel mehr Anforderungen hat. Da brauchen wir noch 50 mehr Konstitutionen oder sowas. Das wird wunderschön. Auch keine Ahnung, wann das jemals zustande kommen wird. Was wollte ich noch sagen? Ja, wir sind vorangekommen, wir sind immerhin Krieger geworden. Bald sind wir Erzberserker und dann sind wir die Geilsten und haben trotzdem keine bessere Ausrüstung, weil wir sind Vollidioten dabei auch. Gleichzeitig, während wir die Geilsten sind. Ist egal. Ich hoffe, ihr lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Und bitte nicht nur schlechte, aber ist auch okay, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal bei Elex. Bis dann, YouTube.